Hallo zusammen, heute geht es um die Vermehrung von Rosmarin über Stecklinge. Außerdem haben wir noch ein paar ältere Rosmarin-Stecklinge, die wir umtopfen müssen, und davor schauen wir uns noch das Wurzelwachstum an. Zunächst benötigen wir etwas Material für die Stecklinge und dazu schneiden wir uns einfach von diesem Rosmarinbusch ein paar Triebe an der Spitze ab. Als nächstes werden wir den Steckling vorbereiten, indem wir die unteren Blätter erstmal abstreifen und dann einfach das obere Ende einkürzen. Und dann ist der Steckling eigentlich schon fertig. Diese Rosmarin-Stecklinge haben wir vor ein paar Monaten gemacht und die haben sehr viel ausgetrieben. Und die werden wir jetzt umtopfen müssen und dann schauen wir uns auch noch das Wurzelwerk an. Ich hole jetzt erstmal einen Rosmarin-Steckling aus der Erde heraus. Also man erkennt hier schon einige Wurzeln, vor allem hier in diesem Bereich. Die Erde ist noch nicht komplett durchgewurzelt, aber wir werden ihn trotzdem umtopfen und den anderen auch, damit die weiter wachsen können. Ich habe den Steckling schon in einen größeren Topf gesetzt und jetzt werden wir ihn rundherum mit Erde befüllen. Diesmal ist es kein Erdkompostgemisch. Jetzt haben die etwas älteren Rosmarin-Stecklinge auch einen neuen Topf und können schön weiter wachsen. Die werden wir erst in 4 bis 6 Wochen wieder düngen und bis dahin müssen die neue Wurzeln machen. Die anderen Stecklinge, sowohl auch die jetzt umgetopften Stecklinge, müssen wir kühl überwintern, am besten in einer kühlen Garage oder in einem Wintergarten, wo Temperaturen herrschen von 1 bis 5 Grad, da überwintern die am besten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns in einem anderen Video wieder.